Hallo, wie ich ja im letzten Video schon angekündigt habe, habe ich hier die Meerschweinchen von meiner Tochter auch auf die Decke gepackt. Wer jetzt das letzte Video nicht gesehen hat, ich habe Äste, so Haselnussäste aus dem Wald vom Spaziergang mitgebracht, weil ja jetzt Baumfällarbeiten sind und da fallen ja auch so viele abgesägte oder abgebrochene Äste an und da kann man die mit gutem Gewissen mitnehmen. Und ich habe so also einen tollen Spiralschäler und habe hier Gurke und Karotte mit so als Schlangen hier drüber weggehangen mit diesem Spiralschäler, weil es ist ja Faschingszeit. Und da habe ich gedacht, da passt das ganz gut und die Schweinchen haben Spaß dabei. Und hier, die sind jetzt ja noch sehr verhalten. Also es sieht dann schon ganz anders aus wie bei den anderen von meiner Gruppe. Die sind doch sehr zurückhaltend hier. Ich muss dazu sagen, die ganze Küche, das ist ja hier in der Küche, weil da kann man dann alles schön wischen und da ist der Untergrund schön glatt und da passiert da nichts, wenn die auch mal auf die Decke pieseln und es nass wird. Und die ganze Küche riecht hier wirklich nach Gurke. Ich weiß nicht, warum die so verhalten sind, ob die wirklich die anderen Meerschweinchen riechen. Der Kurti, der ist ja neugierig. Aber ansonsten sieht das Ganze hier ein bisschen anders aus wie bei meinen Schweinen. Also die haben sich ja gleich drauf gestürzt und gefressen, fressen, fressen. Selbst die zwei Älteren, die das ja kennen auf der Decke. Dass die Jungen vorsichtig sind, das ist mir schon klar. Aber dass die Älteren auch so zurückhaltend sind. Das ist schon ein bisschen komisch. Also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. So, hier ist alles leer. Keine Ahnung, warum die sich so verhalten. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal meine Füße hier mitfilme. Die sehen ja doch nicht so toll aus, aber ich muss ja mal zeigen, wo die hinflüchten. Das ist der Wäschekorb, wo ich die transportiere vom Stall hier in die Küche. Und das ist eigentlich immer im Hintergrund. Das möchte ich eigentlich nicht mit auf die Videos bringen, aber ich muss ja zeigen, wo die jetzt hin sind. Also ganz, ganz komisches Verhalten. Ängstlich. Vor allem die zwei Älteren, also warum die sich jetzt so komisch verhalten. Vielleicht habt ihr eine Idee, warum die jetzt so tun, ob das wirklich der Geruch von den anderen, von der vorhergehenden Gruppe ist. Also, die sind ja sonst so verfressen. Das sind wieder meine Füße. Normalerweise bleiben die auch immer auf der Decke, weil der Boden ist ja doch sehr glatt. Und die mögen ja das eigentlich gar nicht auf dem glatten Boden rumlaufen. Deswegen habe ich ja immer eine Decke. Aber die tun heute ganz anders. Sieht so aus, als wenn die wieder in den Korb rein wollen und wieder zurück in ihren Stall. Also so kommt es mir bald vor hier. Null Interesse an dem lecker riechenden. Karotte riecht ja jetzt nicht so, aber die Gurke, die riecht ja wirklich super hier. Gibt leider kein Geruchsvideo, aber
So, jetzt habe ich das Ganze ein bisschen beschleunigt. Dass ja noch ein bisschen Bewegung reinkommt. So langsam sind sie jetzt doch am Fressen, aber sehr schreckhaft. Da fehlt ja bloß noch die Susi. So, da ist die Susi auch noch. Also jetzt sind wir wenigstens mal gerade mal alle 4 da gewesen, schon wieder weg. Naja, also wie gesagt, das war jetzt ein bisschen sehr enttäuschend und halt am Überlegen, ob ich das nächste Mal eine andere Decke nehme, ob es wirklich an dem Geruch liegt von den anderen Schweinen, dass die jetzt so verhalten, reagiert haben. Weil die zwei älteren Damen sind das ja eigentlich gewöhnt und die fressen ja eigentlich auch wie jetzt, sehen sie ja ganz gechillt aus. Aber vielleicht ist es doch der Geruch von den anderen Schweinen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und vor allen Dingen die, die das andere Video auch gesehen haben und den Unterschied gesehen haben jetzt. Was die davon halten, von den Verhalten von den Schweinchen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Und ich sage dann Tschüss mit den dreien zumindest. Und Tschüss.